Das musst du wissen, bevor du Tears of the Kingdom spielst. Einmal vorweg, ich werde hier soweit eine spoilerfreie Meinung geben. Das heißt, es wird nichts Storymäßiges gespoilert, da wir dazu auch eigentlich noch so gut wie gar nichts haben. Ich werde einmal auf alle Sachen eingehen, die mir aufgefallen sind und werde so ein bisschen auch die Fähigkeiten erklären. In Tears of the Kingdom erwarten dich viele neue Fähigkeiten, wo bereits natürlich auch einige vorgestellt wurden von Aonuma im Gameplay, das wir sehen durften, und andere tatsächlich noch gar nicht. Wir haben die Fähigkeiten Ultra Hand, Fuse, Recall und Ascend. Bevor wir anfangen ins Spiel reinzugehen, muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass es sich hier um den Nachfolger von Breath of the Wild handelt. Die Idee für Tears of the Kingdom fing ganz am Anfang bei Breath of the Wild für Ideen DLCs für Breath of the Wild an. Bedeutet, Nintendo hat sich so überlegt, was kann man noch für Content in Breath of the Wild bringen, hat dann gemerkt, dass sie wirklich super viele Ideen hinbekommen und wirklich super viele Ideen, und es sind so viele Ideen im Endeffekt gewesen. Shut up. Okay, machen wir lieber ein eigenes Spiel daraus. Bedeutet, im Kerngedanken ist Tears of the Kingdom durch DLCs entstanden, aber diese Diskussion darum, dass Tears of the Kingdom nur ein DLC sein sollte, der einfach überteuert ist, halte ich stark für ein Gerücht und definitiv Quatsch. Also ganz ehrlich, das ist absoluter Quatsch, der da erzählt wird. Von der Zelda-Reihe habe ich bisher noch keine schlechte Erfahrungen machen dürfen und deswegen bin ich super gespannt auf dieses Spiel. Das einmal, um diesen DLC-Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Also fangen wir doch mal an mit den Fähigkeiten. Als allererstes haben wir die Ultrahand. Mit der könnt ihr in der Overworld Dinge bewegen und durchaus auch zusammenfügen. Wie zum Beispiel ein Rad auf ein Brett, um daraus vielleicht ein Fahrzeug zu machen, um euch fortzubewegen. Also im Endeffekt ein Fortbewegungsmittel. Ihr könnt euch Fortbewegungsmittel selber erstellen und entscheiden, wann und wie ihr sie nutzt. Ihr könnt fliegen, fahren. Es gibt Raketen und Ventilatoren, die das Ganze zum Fliegen bringen. Es gibt eigene Batterien, damit man länger durchhält. Also es gibt super viele Kleinigkeiten, die man vielleicht noch zusammenfügen kann, die wir vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben. Man hat auf jeden Fall im Gameplay von dem einen oder anderen Creator, der schon eingeladen wurde, gesehen, dass es fliegende Plattformen gibt, die man nutzen kann. Man kann Gleiter benutzen, die man selber noch ausstatten kann mit irgendwelchen Materialien, sei es jetzt irgendwelchen Ventilatoren, Raketen, damit man länger in der Luft bleibt und so weiter. Und man konnte den Gleiter tatsächlich auch lenken. Dies ermöglicht es natürlich, sich auf viele verschiedene Arten fortzubewegen, nicht so wie in Breath of the Wild, wo wir wirklich nur Fuß, Gleiter, Pferd oder Eponator hatten. Die nächste Fähigkeit, mit der wir uns im Spiel definitiv auseinandersetzen müssen, ist nicht nur eine super nützliche, sondern löst auch ein Problem aus Breath of the Wild, und zwar das mit der Haltbarkeit. Denn als nächstes haben wir die Fähigkeit Fuse. Mit der könnt ihr Materialien, die ihr gesammelt habt, oder Waffen miteinander kombinieren. Bedeutet, ihr könnt einen Stock nehmen und einen längeren Stock nehmen, das zusammenfügen und daraus eine Art Speer gestalten. Die Durability wird dadurch nochmal wieder zurückgesetzt und ihr habt nochmal ein bisschen länger die Möglichkeit, diese Waffe zu nutzen. Möglich ist es auch natürlich, das mit Materialien zu verbinden. Wenn ihr Topasse, Rubine oder Saphire nutzt, habt ihr gewisse Elemente, wie zum Beispiel Blitz durch einen Topaz. Außerdem auch noch sowas wie ein Fledermausauge, was euch einen Lenkpfeil gibt. Bedeutet, ihr könnt es in die Nähe eines Gegners schießen und er lenkt automatisch auf den Gegner. Andere Materialien können das einfach nur verstärken oder noch andere Zusatzeffekte, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, hinzufügen. Die nächste Fähigkeit, die wir haben, ermöglicht es uns, Sachen wieder zurückzuschicken. Und zwar mit Recall. Wenn ihr zum Beispiel an einer Festung seid und ihr merkt, oh, da ist ein steiler Abhang und ihr steht am Ende dieses Abhangs und da kommen Stachelkugeln auf euch zu, setzt ihr einfach Recall ein und könnt diese Stachelkugeln bergauf wieder zurückschicken. Denn Recall merkt sich, wie weit es sich bewegt hat und kann es zum Teil wieder zurücksetzen. Dadurch ist es auch möglich, fliegende Plattformen zu nutzen, weiter zu fliegen und sagen, okay, du gehst danach wieder zurück. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das Ganze verwenden kann. Mit Ascent ist es wiederum möglich, die ganze Kletterthematik zu umgehen. Damit könnt ihr nämlich durch die Decke brechen und oben wieder rauskommen, ohne dann natürlich das, was kaputt geht. Hierbei habt ihr auch die Möglichkeit, euch einmal kurz umzuschauen, denn währenddessen ihr noch im Boden steckt, bleibt die Zeit stehen. Und so könnt ihr die Lage auschecken, ob ihr an einem Punkt seid, wo ihr einfach rausgehen könnt oder ob ihr zu sehr in Gefahr seid und definitiv sterben würdet. Dabei könnt ihr einfach auf Abbrechen drücken und ihr seid wieder zurück am Anfang. Dies gibt natürlich der vertikalen Bewegung einen ultra fetten Boost und löst auch so ein bisschen das Kletterproblem und das mit der Ausdauer. Storytechnisch lässt der Trailer natürlich viele Fragen offen. Wir wissen so gut wie noch nichts, außer dass es was mit Ganondorf und Zelda zu tun haben wird. Und
in Tears of the Kingdom. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch von Tears of the Kingdom wünscht. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video wieder zu Tears of the Kingdom oder etwas anderem. Oder ihr besucht mich in Streams auf www.twitch.tv/pedomime. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Shut up, bitch.